Hola, buenos días, grüß Gott, buenos tardes. Liebe Leute, wo auch immer Sie sitzen, liegen, stehen und eingeschaltet haben, heute wieder hier beim Ibiza Kurier YouTube-Kanal. Mein Name ist Friederike, ich bin die Leiterin der Redaktion des Ibiza Kurier. Das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Gibt seit 2013 und wir berichten über lokales Geschehen von Ibiza und von Formentera. Und haben jetzt hier in der Corona-Zeit einen YouTube-Kanal eröffnet, den Sie ja hier schon entdeckt haben, augenscheinlich, um einfach auch zwischen den Erscheinungen der Monatszeitung ein bisschen wirklich aus dem Leben zu berichten. Wie schaut es denn eigentlich auf der Straße aus, in der Kirche aus, am Strand aus, bei den Leuten zu Hause aus oder am Hafen? Was ist los? Und da begebe ich mich dann immer zu interessanten Flecken oder interessanten Orten und versuche natürlich auch immer den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner vor die Linse zu bekommen. Heute bin ich auch hier verabredet. Ich befinde mich in Marina Botafa. Wir sind hier im Hafen. Hier liegen die ganzen Boote verteut. Im Hintergrund haben Sie die Burg gesehen. Das hier ist sozusagen die Tankstelle für die Yachten hier. Kein großer Andrang im Moment. Es sind auch keine Boote draußen, also es ist erstens nicht die Saison dafür, es ist auch vom Wetter her nicht besonders attraktiv, jetzt rauszufahren. Und deswegen ist die Atmosphäre hier jetzt auch sehr ruhig und sehr friedlich und es ist auf jeden Fall auch im Winter ein schöner kleiner Abstecher, einfach mal hier rauszukommen und sich ein bisschen umzuschauen und vielleicht später dann auch einen Kaffee zu trinken, vorne in einem von den Cafés oder Restaurants, die jetzt noch offen haben. Da bin ich auch verabredet mit der Juliane Davidshofer. Wir hatten mit ihr schon mal ein Interview vor einiger Zeit. Sie ist Auslandsresidentin hier auf Ibiza, lebt in der Cala San Vicente. Das Video zum ersten, den Link zum ersten Video stelle ich Ihnen hier unten rein. Und das Video ist so ein Beschreibungsfeld. Da finden Sie auch Informationen zum Ibiza Kurier, falls Sie den noch gar nicht kennen. Und falls Sie gerne mal reinlesen möchten und mal durchblättern, virtuell, dann empfehle ich Ihnen, klicken Sie da auch auf so einen Link, da gibt es dann 3 Ausgaben gratis zum Downloaden. Und wir befinden uns in der Weihnachtszeit, wir sind jetzt hier in der Adventszeit auf Ibiza. Wir haben so zwischen 15 bis 17 Grad, es ist Ende Dezember und ja, lässt sich wirklich wunderbar aushalten. Und die Juliane, die habe ich deshalb heute hier mal herbestellt, weil sie kennt sich mit einer ganz besonderen Tradition aus, die ziemlich in Vergessenheit geraten ist, weil eigentlich, man spricht immer von der Heiligen Nacht, aber es ist in Wirklichkeit gar nicht eine Heilige Nacht, sondern 12 heilige Nächte, die vom 24. bis ins neue Jahr hinein eine ganz besondere Rolle spielen, vor allem früher in den heidnischen Gemeinschaften oder auch in den nordeuropäischen Stammeskulturen, also da, wo wir eigentlich kulturell herkommen, da gab es keinen Mann mit einer roten Zipfelmütze, sondern da waren andere Praktiken gebräuchlich, dass man eben jede Nacht dieser 12 Rauhnächte eine bestimmte Intention gesetzt hat und jede Nacht repräsentiert einen Monat des folgenden Jahres. Alles Weitere erzählt uns die Juliane. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal dahin, weil hier kommt jetzt auch gleich ein Flugzeug, das uns vielleicht ein bisschen die, Sie sehen es. Tatsächlich ein Flugzeug, man mag es kaum glauben, es ist nämlich wirklich sehr, sehr still auf Ibiza im Moment. Aber jetzt gehen wir erstmal die Juliane besuchen und ein bisschen Bootchen gucken. Sagen wir gehen hier entlang. Ja, viele von Ihnen kennen vielleicht das Hotel Corso da drüben.
Das Ocean Drive Hotel ist auch ein ganz bekannter Spot. Hier rechts von uns, da ist der große Ableger, wie man es nennen möchte, für die Kreuzfahrtschiffe und die großen Autofähren. Da ist jetzt im Moment nichts los. Ein großer Pott liegt hier. Hier vorne fahren die kleinen Bootchen ab. Mit dem können Sie also von hier, von der Ecke vom Hafen rüber in die Altstadt tuckern. Ich glaube für 3 € oder 5 € hin und zurück. Das ist ein guter Tipp, wer sich die Parkgebühren in der Innenstadt sparen möchte, der kann hier in Marina Butterfog irgendwo parken und dann für 3 € eben das Bootchen nehmen zum Rübertuckern. So günstig kommt man an keine Bootsfahrt, ist zwar eine kurze Fahrt, aber man spart sich damit auch die Zeit beim Auto, beim Parkplatz suchen. Das ist also ein kleiner Insider-Tipp für jemanden, der was zum Parken sucht. Hier ist da alles frei. Hier ist auch nichts los. Okay, but maybe I can't write to the airport. Also hier Marina Butterfog auch. Um die Mittagszeit könnte man sich ja hoffen, dass ein bisschen mehr los ist. Mal gucken, vielleicht wird es noch was. Ich habe auf jeden Fall schon die Juliane entdeckt. Ja. Hallo. Hallo, liebe Rika. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hallo, hallo. Schön, dass wir dich hier treffen dürfen. Ja, natürlich. Klar, beim so einem schönen Platz. Ja, schöner Platz, schönes Wetter jetzt auch gleich. Hast ja, du gesehen, genau. Habe ich extra bestellt, ja, genau. Dass wir gut in Szene gesetzt werden. Wenn wir zwei Frauen hier was Interessantes besprechen, dann kommen natürlich auch die schönen genau. Sonnenstrahlen dazu. Wir genau. sind behütet und beschützt. Das sind wir definitiv. Auf jeden Fall sowieso. Sowieso, ganz genau. Und Juliane, nochmal ganz kurz, nur für, um dich einordnen zu können. Ja. Du bist, ich habe schon gesagt, wir hatten ein anderes Video, da werden wir auch den Link reinpacken. Mhm. Du bist wie viele Jahre auf Ibiza schon? 7 Jahre jetzt, mehr oder weniger, also immer pendelnd, aber jetzt praktisch großteils hier. Und machst beruflich was? Ich bin ursprünglich, komme aus der Ernährungswissenschaft, bin Heilpraktikerin, bin Medium und bin Transformationscoach und bilde Frauen zum Holistic Lifestyle Coach aus. Und das mache ich jetzt vor allen Dingen online. Gemischt mit Retreats und deswegen ist es natürlich praktisch, kann ich viel mehr hier auf Ibiza sein. Genau, also du hast zum Teil Gruppen, die nach Ibiza kommen, ja, genau, und den Rest machst du online. Genau, ich mache viel online mit den Leuten und teilweise eben auch Live-Retreats auf Ibiza und zeig den Menschen, vor allem den Frauen, diese wunderschöne Insel. Okay, da werden wir auch die Infos entsprechend hier genau. und das Video dazu packen. Mhm. Liebe Juliane, wir sind in der heiligen Zeit. Magst du dich nicht hinsetzen? Doch. Doch, glaube ich. Genau. Weil ich sitze und du stehst. Doch, natürlich. Ich komme mir dann sonst vor wie in der Schule. Entschuldigung. Im Stock. Nein. Im Stock. Ganz entspannt, ganz genau. entspannt. Ich habe es gerade schon gesagt, das heißt ja immer die heilige Nacht, aber eigentlich sind es ja heilige Nächte. Das sind heilige Nächte. Und zwar 12 Stück. Die Rauhnächte, ja. Die Rauhnächte, und zwar, ich habe da natürlich mich ein bisschen vorab informiert, die schreiben sich ja mit H oder ohne H, also Rau? Mit H. Mit H. Also Rau von Rau. Nicht von Rauch, nee, sondern von Rauch. Genau. Ja, eigentlich vom Rauch, genau. Genau. Rauchnächte auch, ganz genau. Rauchnächte, genau. Rauchnächte. Ja, also genau. Rauchnächte. Also ein Rauch, aber es kommt eher vom Rauch. Ursprünglich genau. kommt es vom Rauch, vom ja, Räuchern. Auch, weil in ja. dieser Zeit unsere Vorfahren haben sozusagen ihre Heim, ihren Stall, ihre Tiere, Familie genau. gesegnet und die alten Sachen rausgeräuchert. Und kann ich mir das so vorstellen? Also vielleicht ganz kurz was zu weil viele kennen das Wort vielleicht Rauhnächte, aber es gibt vor allem diese eben 12 Rauhnächte am Stück. Die sind, was gibt da auch unter, zum Beispiel Walpurgisnacht ist auch eine Rauhnacht, ja. Ah. Aber die Rauhnächte, die wir jetzt haben, das ist eigentlich so diese Zeit zwischen den Zeiten oder man sagt eigentlich zwischen den Jahren, aber man sagt auch inzwischen Welten. Das ist, geht jetzt genau los. Eigentlich die richtig erste Rauhnacht ist vom 24. auf den 25. Viele nehmen aber eben schon die Sonnenwende, die Wintersonnenwende. Die fangen eigentlich schon an, weil da fängt man auch schon an zu räuchern. Also gerade der 21., den wir gerade hatten, da räuchert man, reinigt alles. Und viele kennen ja auch viele einzelne Teile aus diesen Rauhnächten. Beispielsweise Orakeln. Also fast jeder, ich bin so groß geworden, auch an Silvester haben wir immer Bleigießen gemacht und solche Dinge. Also viele von diesen Aspekten kennen wir. Und was das Besondere ist an den Rauhnächten, man sagt, das ist eben, wie gesagt, man ist dieser anderen Welt näher. Und dass man vor allem auch den Ahnen näher ist. Und das ist auch vor allem eine Phase, wo man sich zurückzieht, wo man auch vieles bereinigt.
Wie die Natur das auch tut. Ganz sie genau. zieht sich zurück, sie genau. sortiert sich neu. Genau. Und wenn du sagst, wir sind in diesen heiligen Nächten näher dran am Jenseits ja. oder ja, nicht nur Jenseits, sondern einfach die geistige Welt. Ja? Also Jenseits ist ja praktisch die verstorben sind. Genau. Also Jenseits sind die verstorben sind, ja. aber eben auch unsere Ahnen. Also wir haben guten Zugang, mehr Zugang zu dieser geistigen Welt, zu dieser anderen Welt. Und das heißt also auch gerade zum Beispiel zu Tieren. Wir sehen sehr viel mehr in der Natur. Deswegen ist es auch so wichtig, in dieser Phase sich zurückzuziehen, in die Natur vor allem zu gehen. Und dort auch auf die Zeichen zu achten, weil was typisch ist, ist für die Rauhnächte, zum einen vielleicht nochmal, ich weiß nicht genau, was du schon gesagt hast, aber die Rauhnächte stehen ja auch für jeden Tag für ein bestimmtes Thema und jede Rauhnacht steht für einen Monat im nächsten Jahr. Und was wir leider haben, ist, dass wir gerade zur Weihnachts- und Neujahrszeit eigentlich irrsinnig viel Trubel haben, außer jetzt direkt an Weihnachten, wo man dann sitzt und isst. Aber ansonsten ist es ja eigentlich genau entgegengesetzt. Also anstatt, dass man sich zurückzieht, und wie gesagt, das ist nichts Neues, das sind uralte Gebräuche. Wir kennen das ja zum Beispiel auch die Perchtläufe oder dass man eben, wie gesagt, an bestimmten Tagen alles reinigt. Das war zum Beispiel jetzt am 21. so. Und schmückt. Schmückt auch, reinigt, dass man vor allem auch... jetzt zum Beispiel auch alles bereinigt, also nicht nur reinigt, sondern bereinigt. Es kann zum Beispiel sein, wie alles, was man ausgeliehen hat, dass man das zurückgibt oder zurückholt, ja. dass man Rechnungen begleicht, dass man versucht, wirklich hier sowohl im sag ich mal, im häuslichen als auch im energetischen Bereich zu klären und zu reinigen. Auszumisten und aufzuräumen? Ja, aber davor, also in den Rauhnächten eben nicht mehr, okay. sondern es geht eigentlich darum, ich sage jetzt mal für alle, die das Video sehen, möglichst jetzt noch schnell alles zu reinigen. Wieso sind denn diese Rauhnächte, wenn die doch so eine starke Bedeutung ja. haben, so in den Hintergrund getreten ja. und warum kam das, weil der Vatikan und die katholische Kirche dann diese Zeit für sich okkupiert hat und dann ein neues Label draufgeklebt hat, weil der Typ mit der roten Mütze und dem weißen Bart, der kommt ja... Wobei, der hat ja auch noch ein paar Aspekte, zum Beispiel Knecht Ruprecht ist ja auch eine Figur, die schon noch da ein bisschen mit reinwirkt, im Sinne von, eben es geht auch hier um diese bösen Geister und das Dämonische zu verscheuchen, beziehungsweise auch selber seinen eigenen Schatten anzuschauen. Also wir haben in vielen Regionen noch diese Gebräuche. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich habe ja sehr lange in der Schweiz gelebt, dort gibt es teilweise in Graubünden, dann ziehen die wirklich dann durch die Dörfer, tagelang, mit allen möglichen Tiermasken und so weiter, das ist ein bisschen gruselig, aber es geht auch darum, dass man eben, wie gesagt, diese anderen Sphären... Die leben noch diese Traditionen. Natürlich leben die jetzt diese noch, Traditionen wirklich noch in ihrem ursprünglichen Art und Weise. Aber wie kam es denn dazu, dass es jetzt so gar nicht populär ist? Also es ist jetzt sogar sehr populär wieder geworden. Also in den letzten 5 Jahren ist das richtig gehypt. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen was zu tun hat mit der allgemeinen, sage ich mal, ja, Art und Weise, wie Kultur vermittelt wird. In unseren Breitengraden wird ja dieses Ganze, was so ein bisschen so spirituell ist, energetisch, auch mit Ahnen und so weiter, wird ja kaum vermittelt. Ich muss sagen, in den Bereichen, wo ich zu tun habe, ist das Standardprogramm, ja, aber das ist nicht so in dem, was, sag ich mal, im Offiziellen ist. Aber es wird jetzt eben auch mehr Mainstream-mäßig. Also weil es ist ein sehr Bewusstsein wieder dafür entsteht. Ja, und vor allem auch, weißt du, diese ganze Zeitqualität jetzt. Ja, wir sind in einer großen Transformationszeit und auch das, was jetzt die letzten 2 Jahre so sich überall global gezeigt hat, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass viele Menschen sich anfangen, mehr zu besinnen, zu reflektieren, auch mal ein bisschen auf den wahren Sinn des Lebens schauen und eben nicht nur auf das Materielle, so auf dieses rein Menschliche und Materielle, sondern eben mehr auch auf diese anderen Aspekte, das Holistische, wofür ich ja sehr, sehr stark eintrete und auch das vermittle, weil wir sind ja im Endeffekt sehr viel mehr als jetzt nur einfach mal ein Klöpschen Fleisch und Knochen und Zähne und sowas. Das heißt, was jetzt kommt, ist auch aufgrund dieser Krise, es sind sehr viele Menschen, die, glaube ich, anfangen wieder mehr sich auf das Wesentliche zu besinnen und auch diesen Rückzug. Also ich kenne auch viele, die gesagt haben, diese gesamte Phase der letzten 2 Jahre tat ihnen auch gut, dass sie mal raus aus diesem Hamsterrad gekommen sind. Und die Rauhnachtsphase ist eine ganz besondere Phase, wo es eigentlich wirklich darum geht, sich nochmal sehr zu besinnen, zurückzuziehen, auch wirklich mit den bestimmten Themen sich auseinanderzusetzen. Und das vor allem ganz achtsam zu durchlaufen, weil jede Begegnung, jedes Happening, jeder Traum, all das ist symbolisch und sehr, sehr stark wirksam. Ein Omen und ein Zeichen. Ja, definitiv. Aus der geistigen Welt, ja.
die sich hat eine uns Bedeutung. Offenbaren möchte mit ihren Nachrichten, die wir halt entschlüsseln müssen, wenn wir ein Bewusstsein und eine Achtsamkeit dafür haben. Das ist so ein bisschen wie die Gebärdensprache, weißt du? Wenn du die nicht kennst, dann macht jemand vielleicht Gebärdensprache und du denkst, was fuchtelt der da rum? Ja. Aber wenn du die Sprache kennst, dann kannst du es lesen. Ja. Und so ist es auch mit diesen Zeichen. Du kriegst viel jetzt in der Rauhnachtszeit, ob durch die Natur, durch Träume, durch Happenings, durch Gefühle, auch durchs Wetter übrigens, ja, ja, können wir schon vieles deuten. Und wie gesagt, das ist ein alter Brauch, der jetzt nicht irgendwie nur von irgendwelchen ganz bestimmten Leuten gelebt wird. Konkrete Frage, wenn ich jetzt in der Heiligen Nacht, ja, der 24. In den 12 Heiligen Nächten. Ja, aber wenn ich jetzt in dieser Nacht was träume, ja, dann steht es für den Januar nächstes, genau, Jahr. Also die erste Rauhnacht ist vom 24. zum 25. Und wenn ich da irgendwas träume, was ich am nächsten Tag noch weiß, dann hat es was für den Januar, eine Aussagekraft. Ganz genau. Und was vor allem wichtig ist, also die Rauhnacht fängt immer an von um Mitternacht bis zum nächsten Mitternacht. Deswegen geht es eigentlich Mitternacht am 24. Mitternacht los und geht bis zum Mitternacht 25. Da schlafe ich schon, ja. Was immer auch. Deswegen, das ist auch nicht nur, dass du Mitternacht das erlebst, sondern das ist dieser 24-Stunden-Kreis. Aber ja, was jetzt wichtig wäre, würde ich auch den Zuschauern empfehlen, wirklich ein Tagebuch zu nehmen, ja, und wirklich sich alles aufzuschreiben, ja, was du an diesem Tag erlebst, wie die Stimmung ist, was du vielleicht für Träume hast, wie das Wetter ist. Das hat Auswirkungen auf den Januar. Und was ich jetzt gemacht habe die letzten Jahre, wer sich da meldet. Auch. Ja, auch wer sich meldet, was du vielleicht für auch Sachen passieren. Emotionen. Sowieso. Auch Handys, ja, manchmal sieht man diese 15:15 oder 11:11. Ja, genau, 11. die Doppelzahlen. Ich habe zum Beispiel die letzten Jahre, ich mache ja auch so einen Rauhnächte-Kurs, und da habe ich dann mit den Frauen, die ich da begleitet habe in der Rauhnachtszeit, habe ich über das ganze Jahr, haben wir uns immer wieder regelmäßig getroffen, virtuell, und haben geschaut, wie ist der Monat, der passende Monat, der entsprechende Monat, ähnlich von der Energie oder von den Happenings verlaufen wie auf die Rauhnacht. Und da ist wirklich eine Synchronizität, wow, da. Man darf das nicht unterschätzen. Du sprichst es gerade an, man muss es auch nicht alleine machen. Also nein, man kann das natürlich alleine machen, aber es gibt auch Gruppen, die sich zusammenschließen. Du selber leitest auch eine Rauhnachtsgruppe. Ja, ich habe einen Kurs, einen Online-Kurs, der, ja, ist praktisch schon aufgenommen. Den kann man sich auch noch runterladen. Und da gibt es dann für jeden Tag die entsprechenden, genau, Informationen. Infos und Impulse. Also ich habe bei diesem Kurs so jeden Tag fast eine Stunde, wo ich dazu was sage und so weiter. Und ich kombiniere das noch mit den weiblichen Archetypen. Ja. Und es ist wirklich schön. Kann man sich da jetzt noch anmelden? Wir sind ja jetzt... Wir sind noch kurz. Ja, man kann sich noch anmelden. Es ist ein Online-Kurs, der praktisch schon aufgenommen ist. Das heißt, man kann sich den zu jeder Zeit, wann möchte, kann man sich das Video anschauen. Dann packen wir den auch noch, genau, unter, ist eine schöne das Video. Schöne und da Sache. Können Sie sich auch noch hier die Rauhnächte ein bisschen näher mit beschäftigen, weil wir können hier jetzt nur an der Oberfläche kratzen. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall ein super spannendes Thema, weil es eben Themen gibt, die immer mehr in die Vergessenheit geraten, weil der Mainstream sie nicht aufgreift. Ja, und weil das vor allem, es wird ja auch oft dann in so eine negative Ecke, ach, das ist alles Spinnerei und so weiter. Und ich muss immer sagen, die Menschen, die das so abverurteilen, die haben entweder keine Bildung in diesem Bereich oder sind auch nicht wahrnehmungsfähig, weil die meisten kennen das und spüren deswegen das. Deswegen sind wir ja auf Ibiza, weil, ja, wir hier das, was andere als tolerant bezeichnen, wirklich leben, ja, also nicht nur sagen, ja, aber in Wirklichkeit dann doch wieder, ach, guck dir mal den an, sondern hier auf Ibiza, ja, ist wirklich jeder willkommen, so wie er ist, mit egal welcher Look, welche Weltanschauung, welche sonstigen Gesinnungen, also solange man die anderen in Frieden lässt, ja, sollte das eigentlich auch das Prinzip sein. Ja, liebe Juliane, ich, wie gesagt, wollte das Thema nur mal anteasern, um hier auch ein bisschen Neugier zu provozieren. Wir werden da sicherlich öfter uns noch mal austauschen können, gerne, weil du hast viele so tolle, interessante, spannende Themen auf Lager. Mhm. Deswegen erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Wollen wir noch zum Abschluss hier ich habe ein Rauhnachtsorakel mitgebracht von meiner lieben Freundin Jeanne Ruland, die in dem Bereich übrigens ganz viel auch geschrieben hat. Die ist leider jetzt auch in der geistigen Welt, sie wird bestimmt jetzt ganz viel da sein, vielleicht kannst du es mal kurz zeigen. Die hat also auch viel geschrieben dazu und das ist ein wunderbares Orakel. Die Karte hier, das ist so schön, das möchte ich doch auch für die Zuschauer schnell zeigen, denn das, was hier auf jeder Karte im Außen schon mal drauf ist, ist, du bist das Licht in dieser Welt, strahle hell und strahle weit. Wie funktioniert das? Ich habe 50 Karten, ziehe mir jeden Abend eine.
Ja, du kannst es morgens oder abends machen zum Start der Rauhnacht. Das ist so ein Orakel. Das heißt, jede, auf der Rückseite ist das gleiche, aber auf der Vorderseite gibst du eine bestimmte Botschaft. Und du mischst das einfach. Du kannst das machen morgens, abends, wann immer dir danach ist. Vielleicht noch mit der Kerze. Das ist übrigens auch etwas, was momentan ganz wichtig ist. Und dann voll offen? Oder kann ich auch ein bestimmtes Anliegen haben, was mir so gerade auf der Seele liegt und wo ich könnte ich dafür einen Impuls... Das kannst du auch machen. Du kannst einen Impuls holen. Du mischst es einfach, verbindest dich auch mit den Karten und entweder mit einem Thema oder sagst einfach, was ist das Thema für die heutige Rauhnacht für mich? Das kannst du auch so sagen, weil das ist ja jetzt ein Rauhnachtsorakel. Aber wir haben ja jetzt noch gar nicht Rauhnacht, deshalb, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt aber schon in der Energie drin, das heißt, die Energie hat sich ja schon aufgebaut und du kannst jetzt zum Beispiel vielleicht einfach für die gesamten Rauhnächte, also nicht nur für eine, sondern für die gesamte Rauhnachtsphase, dass du dir jetzt ein Orakel ziehst. Und ich habe es jetzt gemischt, aber jetzt möchte ich gerne, dass du deine Energie noch reingibst. Du mischst es auch nochmal durch und gehst jetzt schon mal auch mental in das rein, zum Beispiel, was für eine Botschaft ist für mich für diese Rauhnachtszeit? Okay, welche angesagt? Botschaft ist für mich für diese Rauhnachtsphase wichtig? Genau, und dann legst du es einfach, kannst du es hinlegen und du kannst es selber, du kannst eine ziehen. Nee, ich möchte aber die. Du möchtest die oberste, okay, ja. Dann liest für dich, das ist ja deine. Ah, steht da schon. Genau. Vorne oder hinten? Das hier ist steht ja jeder. Das ist die Botschaft ist auf der anderen Seite. Also, du bist das Licht in dieser Welt, strahle hell, strahle weit. Das ist das für jeden, genau. Das ist auf jeder Karte drauf. Und deine spezielle? Kosmischer Kompass. Bestimme deinen Standort und deine neue Richtung. Also mein Standort ist klar. Mhm. Und die neue Richtung, ja, die habe ich auch so grob... Erkenne die Zeichen, die Zyklen der Zeit, so wirst du getragen im kosmischen Geleit. Ein Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt. Es zeigt dir die Richtung, eine neue feine Gewichtung. Im Osten weht ein neuer Wind, hier zeigt sich, was jetzt neu beginnt. Im Süden steht die Sonne helle, Schaffenskraft und freier Wille. Im Westen tauchen wir nach innen, reflektieren, vergeben, lassen los. Im Norden kehren wir in uns ein, in unser leuchtendes Seelenheim. Geht es nach innen, nach außen, nach oben oder nach unten, um jetzt vollkommen zu gesunden? Nimm dir Zeit, in deine Lebensphasen hineinzufühlen für eine kraftvolle neue Richtung im kommenden Jahr. Der Kosmos unterstützt dich. Bist du am Anfang, im Verlauf oder im Abschluss einer Lebensphase? Und dann Affirmation. Ich richte meinen Standort zu meinen und zum Wohle des Gesamten im Einklang mit dem Höchsten aus. Also, im Einklang mit dem Höchsten... Da bin ich schon mal auf der sicheren Seite. Und im Einklang mit dem Höchsten wünsche ich Ihnen jetzt auch eine ganz besinnliche Rauhnachtszeit. Rauhnachtszeit, genau. Also muss erstmal nicht Weihnachtszeit. Aber Weihen kommt ja auch von Weihen. Ja, also das ist klar. Ja, klar. Also die das sind die Heiligennächte oder die Weihnächte, sagt man auch. Also es ist, wie gesagt, wir haben noch viel, so ein paar Brocken von der Tradition haben wir noch drin in den Wörtern und auch in den, was wir machen. Wir machen zum Beispiel zur Weihnachtszeit auch ganz viele Kerzen an. Das sollte man jetzt in der Rauhnachtszeit auch übrigens, sogar Tag und Nacht. Ja, also das ist noch viel drin. Und ich kann nur sagen, also die Rauhnachtszeit ist etwas sehr, sehr Heiliges und Segensreiches, wenn man sich darauf einlässt und sich damit auch verbindet. Genau, man muss auch offen sein fürs Universum. Ja, aber sonst für die heutige Zeit, ja, klar, naja, das aber auch, ich glaube, dass viele jetzt für diese gerade jetzige Zeitqualität, in der wir alle sind, die wir alle global als Menschheit durchmachen, dass es eine besonders wichtige Phase ist, um sich dem wieder ein bisschen mehr zu widmen. Ja, und auch die Balance zu finden im Inneren, genau. Und nicht im Außen was zu suchen, Stabilität damit... müssen wir nicht, darauf kann man uns nicht verlassen, Stabilität im Außen zu finden, sondern wirklich nur Stabilität im Innen zu finden. Liebe Juliane, ganz lieben Dank. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuschauen, dass Sie dabei geblieben sind. Schauen Sie mal auf unsere Webseite. Wir werden auch das Orakel-Set möglicherweise gerne in unserer Bücherecke. Da wäre bestimmt schön, es sind auch mal ganz schöne Sachen da. Hier unter dem Video vielleicht auch, wenn wir es noch hinkriegen. Ansonsten erstmal. Frohe Rauhnächte, frohe Weihnachten, Feliz Navidad. Lassen Sie sich's gut gehen und schalten Sie beim nächsten Video wieder ein. Ich freue mich ganz arg auf meine nächsten Interviewgäste und meine nächsten Abenteuer auf Ibiza und bleiben Sie uns treu. Bis dann. Hasta luego. Tschüss.